Wir haben einen Wasserschaden in der neuen Wohnung und so ärgerlich, ey. Das war eine Wohnung über uns, wo der Schaden halt ursprünglich zustande gekommen ist und das Wasser ist komplett durch unsere Wohnung durchgelaufen. Also es war echt alles durch. Also es waren so Holzpaneelen an der Decke, die waren durch. Es war der Boden im Eingangsbereich war durch, der Parkett im Wohnzimmer war durch. Also es war alles am Arsch. Und es ist die Frage halt, wer muss das Ganze eigentlich zahlen? Müssen wir das zahlen? Oder muss derjenige das bezahlen, der den Wasserschaden verursacht hat? Wie das Szenario ausgegangen ist, erfährst du in dem Video. Ich erkläre dir, wie der Wasserschaden zustande gekommen ist, damit es du nicht machst, so wie derjenige, der über uns das so gemacht hat. Und damit du auch weißt, wie wir die Situation gelöst haben, gebe ich dir so ein paar Tipps und Tricks mit, wie wir es gelöst haben, das Problem, dass wir halt nicht auf den Kosten sitzen bleiben am Ende des Tages, sondern damit mit einer guten Situation rauskommen. Also, das Ding war, die Wohnung über uns wurde saniert. Also, die Wohnung wurde komplett saniert, da wurde alles neu gemacht und das Haus wurde aussaniert. Das war ein Mehrfamilienhaus, da wurde ein Vollwärmeschutz drauf gemacht, da wurden neue Elektroleitungen, glaube ich, nee, Elektro nicht halt, nur Wasserleitungen hochgelegt, außen auf den Putz, rein in die Wohnungen jeweils und dann Vollwärmeschutz drüber und dann neu verputzt und die Außenanlagen wurden neu gemacht. Das war eine Aufwertung der WEG für einen siebenstelligen Betrag. Es war eine richtig, richtig geile Sanierung eigentlich. Das Haus sah vorher schrottig aus und danach sah es richtig geil aus. Ja. In dem Zuge haben sehr viele Eigentümer ihre Wohnungen saniert. Wir haben eine gekauft dort im Erdgeschoss, kurz vor der Sanierung. Und dann, nachdem die Übergabe war und alles, haben wir den riesen Wasserschaden gehabt und von der Wohnung drüber und da war so heftig viel Wasser, also wirklich, es war nicht mal kurz ein Rohrbruch, wo es ein bisschen getröpfelt hat, sondern da ist das Wasser wirklich runtergelaufen an der Wand, durchs Treppenhaus, alles. Das war so heftig. Und zwar folgendes ist passiert: Dadurch, dass Hausarbeiten gemacht wurden, also im Gesamtobjekt, nicht nur in der Wohnung, wurde das Hauptwasser im Haus abgedreht. Es gibt ja nämlich immer Wasserhähne für die Wohnung zum Abdrehen, also nicht da, wo man das Wasser rauslässt am Waschbecken, sondern es gibt so einen Hauptwasser-Urhahn, den du abdrehen kannst. Dann kommt das Wasser nicht mehr aus dem Wasserhahn in der Wohnung, dann ist die Wohnung abgestellt. Ja. Dann kannst du aber auch das ganze Haus abstellen. Das heißt, bekommst aus keinem Wasserhahn in der Wohnung mehr Wasser raus, obwohl halt der Hauptwasserhahn in der Wohnung offen ist, weil der Hauswasserhahn abgedreht ist. Und genau das war der Fall. Denn der Hauswasserhahn war abgedreht an dem Tag, weil Arbeiten am Gesamtobjekt gemacht wurden. Weil, wie gesagt, die Komplettsanierung gemacht wurde, wurden halt Hauptwasser abgedreht und dann wurden halt die Leitungen reingezogen in die Wohnung jeweils. Währenddessen wurde in der Wohnung über uns das Bad saniert. So, dann hat der Handwerker geguckt, ob Wasser rauskommt aus dem Hahn. Kam kein Wasser raus. Hat er gedacht, ah, das Wasser ist ja schon abgestellt in der Wohnung, kann ich anfangen. Aber das Wasser in der Wohnung war gar nicht abgestellt, sondern nur im Haus. Ne? Deswegen hat er halt nicht gecheckt. Ne? So, dann hat er alles demontiert. Also es gibt ja eine Armatur, zum Beispiel in der Dusche. Es war eine Badewanne mit einer Badewannenarmatur. Da kommen so zwei so Rohre aus der Wand raus, da sitzt die Armatur drauf. Die Armatur kannst du aufmachen, dann kommt Wasser ran, raus und zu, dann kommt keins mehr raus. Beim Waschbecken ist genauso, bloß ist unten nochmal ein Eckventil dran, wo quasi das Eckventil, wo die Leitung von der Wand zum Waschbecken, Wasserhahn hochgeht, mit so einem kleinen Flexschlauch verbunden ist. Das ist da nochmal zusätzlich da. Bei einer Badewanne ist es aber nicht so. Da kommt es direkt aus der Wand zur Armatur. Dieser Handwerkerkollege hat einfach die Armatur abgebaut, ja. Und alle anderen Armaturen auch, aber da waren halt Eckventile noch dran. Beim Waschbecken war Eckventil, beim Wasserhahn, beim Ding, bei der Dusche war kein Eckventil dran. Hat er abgebaut und ist schön in Feierabend gegangen. Um 15 Uhr oder so. Keiner war mehr da, die Wohnung war abgesperrt. Ciao, ja. Und dann, als die Jungs von der Haussanierung Feierabend gemacht haben, haben sie das Hauptwasser wieder aufgedreht, dass quasi die anderen Wohnungen wieder Wasser haben, duschen können und sowas. Das war halt den Tag über abgestellt. Und dann ist das Wasser mit voller Lotte aus den Hahn von der Dusche, wo die Armatur nochmal dran ist, volle Lotte so waagrecht rausgeschossen an die Wand, so komplett über die Badewanne drüber. Also, ihr müsst euch vorstellen, hier war die Badewanne. So, hier ist die Badewanne. Warte mal hier. Hier ist die Badewanne, so. Und hier sind die Hähne an der Wand. Und normalerweise kommt die Armatur, dann läuft das Wasser hier rein in die Wanne. Aber das ist so drüber geschossen an die Wand gegenüber vom Bad. Und da war keine Wanne mehr drunter. Es ist schön runtergelaufen, das Wasser. Schön der ganze Boden
war am Arsch in der Wohnung oben und dann ist so viel Wasser rausgeschossen. Das ist rausgelaufen, das ist ins Treppenhaus noch, dann runter in unsere Wohnung, wo auch alles durch war und komplett fertig mit der Welt. Fertig mit der Welt, war alles durch, ciao. So, und die Moral von der Geschichte, das war nicht so geil. Die Eigentümerin oben hat es irgendwie mit Freunden, Handwerker, was weiß ich, ja, freundemäßig war das. Und wir haben halt riesen Schaden gehabt, ja. Und dann war die Frau, war so gestresst, ja. Die Dame war so gestresst und überfordert mit dem ganzen Projekt und so. Dabei halt viel, es war alles kaputt bei uns, bei ihr. Ist ja verständlich, jemand, der damit nicht so viel zu tun hat und das irgendwie als Altersvorsorge hat, so eine Wohnung, und dann halt noch sowas passiert. Das ist halt natürlich eine riesen krasse Situation. Wir waren auch erstmal gestresst, haben gedacht, shit, Mann, müssen alles neu machen und so. Und dann hatte ich die Idee, dass ich einfach mal von oben dann dem Eigentümer anfrage, so hey, was halten Sie denn davon, wenn wir die Wohnung kaufen, einfach abkaufen im Ist-Zustand und die kompletten Sachen übernehmen, die halt dann am Ende des Tages entstehen, also die Aufwände, die Trocknung, die Wiederherstellung, alles, die haben nichts mehr damit zu tun, wir kaufen ihnen die Wohnung ab und sie sind raus, so ja. Und dann hat sie erstmal so, nee, ich bin da doch emotional dran gebunden, ich meine Altersvorsorge, ich verkaufe das nicht und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages habe ich sie dann trotzdem nochmal angerufen und gesagt, können wir das nicht mal zusammensetzen, reden wir mal über den Preis, was sie sich so vorstellen. Und dann habe ich einen Preis genannt und sie hat, oh, das ist aber ein bisschen wenig, ein bisschen mehr. Und dann haben wir uns geeinigt in der Mitte und am Ende des Tages haben wir die Wohnung gekauft. Wir haben beide Wohnungen immer noch im Bestand, sind toll vermietet, haben beide Wohnungen wiederhergestellt mit einem sehr aufwendigen Trocknungsprozess. Also es war richtig krass, viel Trocknungsmaterial am Start. Also so viel Trockner habe ich noch nie gesehen wie da. Und es war zeitaufwendig, teuer, stressig, aber am Ende des Tages war das Ergebnis ganz geil. So, was lernst du daraus und was lerne ich daraus, wenn halt eine Situation ist, die halt echt blöd ist und so ein Wasserschaden zum Beispiel daraus entsteht, so ein riesengroßer Wasserschaden, musst du immer schauen, wie kann ich trotzdem von der Situation profitieren. In dem Fall war es bei uns, dass wir quasi das Abkaufen angeboten haben von der Wohnung, wurde angenommen, wir haben davon profitiert, haben eine Wohnung gekauft zu einem angemessenen Preis, denn der Zustand war ja offensichtlich sehr schlecht und am Ende des Tages haben wir uns auch darum gekümmert, um die Wiederherstellung, war auch ein bisschen was dabei gelernt, haben die Wohnung oben komplett fertig kernsaniert und ist jetzt toll vermietet. So, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Glück, dass du keinen Wasserschaden hast. Wenn du mal einen hast, dann überleg mal kurz, was du daraus machst. Vielleicht kannst du irgendwie profitieren, anstatt zu verlieren. Und wenn du einen hast und nicht weißt, was du machen sollst, dann gerne schreib mir eine E-Mail. Die ist ja irgendwie im Impressum bekannt. Kannst einfach mir schreiben. Ich sag gerne meine Ideen dazu. Vielleicht kannst du dann etwas Tolles daraus kreieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Montag. Und sorry für die Verspätung, gestern gab es einen kleinen Verspuler am Flughafen und ich konnte das Video nicht mehr wie geplant machen. Deswegen einen Tag später heute und bis bald. Ciao.